18 Uhr dürfen Sie die Wahlurne öffnen. Geben Sie die Uhrzeit der öffnenden Wahlurne in dieses Feld ein. In unserem Beispiel nehmen wir 6.45 Uhr. Im Anschluss zählen Sie die Anzahl der entnommenen Stimmzettelumschläge aus der Urne der Landtagswahl und geben Sie diese Zahl hier ein. Unser Beispiel 31. Klicken Sie nur auf Speichern und weiter. Und das System prüft im Hintergrund, ob diese Zahlen übereinstimmen. Und Sie können derweil die Anwesenheit nach 18 Uhr nochmal bestätigen und auch hier mit Speichern und weiter vorangehen. Bei der Briefwahl starten wir mit dem Stapel G. Geben Sie an, bei wie vielen Stimmzettelumschlägen kein Stimmzettel enthalten war oder wo der kleine bzw. große Stimmzettel gefehlt hat. Gehen Sie dann auf Speichern und weiter. Im nächsten Schritt erfassen Sie von den kleinen Stimmzetteln die Anzahl der Stimmzettel, die anders zu bedenken geben. In unserem Beispiel 10 Stück. Und auch hier können Sie entweder auswählen, ob der Stimmzettel ungültig war oder ob er gültig war. Dann geben Sie hier an, für welchen Wahlvorschlag die Stimme zählen soll. Das machen Sie für jeden einzelnen Stimmzettel, bis Sie alle Beschlussfälle behandelt haben. Gehen Sie dann auf Speichern und weiter. Geben Sie nun an, wie viele kleine ungekennzeichnete Stimmzettel enthalten waren. Das ist nun zum Beispiel einer. Und gehen Sie auf Speichern und weiter. Nun kommen Sie zu Stapel A. Hier geben Sie die Anzahl der gültigen Erststimmen ein. Erfassen Sie die Zahlen und beachten Sie, dass einige Zeilen ausgegraut sind. Das sind die Wahlvorschläge, bei denen keine Direktkandidaten, keine Stimmkreisbewerber angetreten sind. Wenn Sie nur nach unten auf dieser Seite gehen, sehen Sie hier, dass eine Abweichung vorliegt. Das wird Ihnen direkt auf dieser Seite angezeigt. Sie müssen also noch einmal überprüfen, ob Ihre Daten korrekt sind. Wenn Sie auf Speichern und weitergehen, bekommen Sie eine Fehlermeldung. Diese bestätigen Sie bitte zunächst mit Eingabe ändern und prüfen nochmal alle Zahlen. Zum Beispiel ist hier ein Fehler. Dieser wird korrigiert. Schon ist die Abweichung aufgelöst. Sollten Sie die Abweichung nicht auflösen können, geben Sie bitte eine sinnvolle Begründung an. Mit dem Klick auf Speichern und weiter kommen wir nun zur Anzahl der großen Stimmzettel, die wir per Beschluss behandelt haben. In unserem Beispiel sind das 12 Stück. Öffnen Sie auch hier wieder die Tabelle und geben Sie an, ob der Wahlvorschlag, der Stimmzettel ungültig war oder für welchen Wahlkreisvorschlag die Stimme gilt. Wenn Sie das gemacht haben, müssen Sie noch in einem weiteren Schritt in der rechten Spalte beschreiben, für welche Person oder ob die Stimme für die gesamte Liste gilt. Das erfassen Sie hier bitte. Liste 5. Dann einmal die Liste 4. Die Liste Nummer 3. Und dann haben wir noch zwei Personen, die eine Stimme bekommen. Das sind einmal die Nummer 207 und die 205. Alle weiteren Stimmzettel waren auch hier ungültig. Mit Speichern und weiter gelangen Sie wieder zur Anzahl der großen ungekennzeichneten Stimmzettel. Das ist in unserem Beispiel 2. Gehen Sie weiter. Und nun kommen Sie hier zu den großen Stimmzetteln, die gültig waren. Geben Sie auch hier die Zahl ein. Sie können jederzeit mit der Tab-Taste voranspringen. Funktioniert das Ganze ein bisschen reibungsloser. Und auch hier sehen Sie wieder in der untersten Zeile, ob eine Abweichung vorliegt. Das ist nicht der Fall. Sie können also auf Weitergehen. Sie kommen nun zur Schnellmeldung. Prüfen Sie hier nochmal, ob alle Daten stimmen und senden Sie die Schnellmeldung ab. Sollte es zu einem Fehler kommen, erhalten Sie hier nochmal eine Fehlermeldung. Im Anschluss können Sie die Schnellmeldung drucken. Die Daten liegen bereits beim Wahlamt vor. Und Sie müssen nur noch die Schnellmeldung unterschreiben.
Der nächste Schritt ist die Auswertung der Einzelstimmen. Diese haben Sie mit der Zählliste vorgenommen. Über den Pfeil nach unten oder über den gelben Stift können Sie jeden Wahlvorschlag öffnen und hier nun die Anzahl der gültigen Stimmen für die einzelnen sich bewerbenden Personen erfassen. Bei einem Tippfehler können Sie dies jederzeit korrigieren und Sie können Ihre Eingaben nochmal selbst prüfen, indem Sie hier oben prüfen, ob die Zweitstimmen laut Schnellmeldung mit der Anzahl der Zweitstimmen laut Strichliste übereinstimmen. Sollte dies nicht der Fall sein, prüfen Sie bitte nochmal alle Eingaben. Sie können auch hier noch Fehler korrigieren, falls ein Stimmzettel falsch sortiert gewesen sein sollte. Dann dürfen diese Zahlen natürlich voneinander abweichen. Gehen Sie dann bitte auf Speichern und weiter und erfassen Sie auch für die übrigen Wahlvorschläge die Anzahl der gültigen Stimmen für die einzelnen Personen. Sie sehen auch hier, dass einzelne Personen ausgegraut sind. Dies sind wieder die Personen, die auf diesem Stimmzettel nicht draufstehen und von Ihnen auf der Zählliste gestrichen wurden. Sie können hier keine Daten eingeben. Wenn Sie nun alle Wahlvorschläge bearbeitet haben und alle Zahlen eingegeben haben, kommen wir schon direkt zur Niederschrift. Vorher prüfen Sie bitte nochmal, ob auch hier wieder die Zahl der Zweitstimmen laut Schnellmeldung mit der Zahl der Zweitstimmen laut Strichliste übereinstimmt und gehen Sie dann weiter zur Niederschrift. Sie können hier noch alle Daten ändern. Prüfen Sie auf der Niederschriftsmaske nochmal alle eingegebenen Daten und klicken Sie auf Niederschrift senden. Die Daten sind damit beim Wahlamt eingegangen und Sie müssen noch die Vorkommnisse melden. Sollte nichts vorgefallen sein, bestätigen Sie es mit einem Haken oder fügen Sie ein eigenes hinzu. Dies können Sie auch machen, indem Sie jederzeit auf Störungen auf der linken Seite klicken. Geben Sie hier ein, es ist Folgendes vorgefallen. Und beschreiben Sie kurz und prägnant, was der Fall war. Klicken Sie dann auf Speichern. Nun können Sie die Niederschrift ausdrucken. Achten Sie bitte darauf, dass die Niederschrift von allen Personen aus dem Wahlvorstand unterschrieben wird. Damit ist die Landtagswahl abgeschlossen und Sie geben die Wahlverhandlungstasche und die Niederschrift direkt beim Briefwahlserviceteam ab. Sie sehen es auf der linken Seite. Wir wechseln damit direkt in die Bezirkswahl. Diese läuft aber absolut analog zur Landtagswahl ab, weswegen wir hier nicht näher darauf eingehen werden. Am Ende der Wahlhandlung, nach der Bezirkswahl, können Sie sich über das Symbol oben rechts vom System abmelden.